Das West Inn in Tokio ist sicherlich nicht schlechter als die West Inn Hotels in den USA, denn dort ist ja auch noch das Thema Sauberkeit ein Problem. Das ist hier kein Problem. Das Housekeeping macht hier einen fantastischen Job, die Zimmer sind sauber, man hat hier ein Bett, in dem man wirklich gut schläft, eine doppelverglaste Fensteransicht, sodass ich auch hier nicht von dem Lärm der Großstadt Tokio belästigt werde, gibt es hier noch zusätzlich eine Club-Lounge, die gerade neu renoviert wurde und die auch optisch wirklich eine Freude macht. Was ich schon mal ganz großartig finde, sind diese Kimonos, die wir als Gäste, ja, inkludiert hier im Zimmer finden, um nachts darin schlafen zu können. Ich finde es eben auch fantastisch, dass wir hier exzellent gute King-Size-Betten haben. Denn das ist ja das Wichtigste. Wir kommen ja in ein Hotel, um hier zu schlafen. Und wenn ich dann ein schlechtes Bett vorfinde, ist das schon extrem negativ. Hier muss ich sagen, ich schlafe hier gut, ich bekomme hier Schlafanzüge gestellt und von der Seite ist das schon mal ein positives Argument. Aber dabei bleibt es leider nicht, denn man hat dieses West Inn renoviert und davon muss ich sagen, ist sehr wenig zu spüren. Denn wenn ich mit dem Aufzug nach oben fahre und dann in die Flure komme, die so im Altstyle gelassen worden sind, die auch nach Keller riechen, dann muss ich sagen, ist dieser unangenehme Geruch, bis ich dann im Zimmer bin, nicht wirklich eine Freude. Komme ich in diese neu renovierten Zimmer, ja, da muss ich feststellen, so viel hat man gar nicht gemacht. Ich gehe davon aus, man hat die Teppiche rausgerissen, die waren auch wahrscheinlich schon sehr alt und haben genauso gerochen wie im Flur die Teppiche und hat aber dennoch wieder auf diese neu verlegten Laminate wieder einen Teppich gelegt, der auch schon wieder in Richtung Muffel geht. Also das hätte man sicher besser lösen können. Außerdem gibt es eine Nespresso-Maschine, es gibt einen Teekocher, es gibt eine Minibar. Ja, die ist nicht inkludiert, sondern die muss man natürlich bezahlen. Aber es ist mittlerweile wieder da. Das heißt, die Covid-Zeit ist in den Hotels jetzt hier langsam auch in Tokio vergessen. Und ich muss sagen, was die Sauberkeit anbelangt, diese Zimmer sind gut sauber gemacht. Also sie haben ein gutes Housekeeping hier im Hotel, was Freude macht. Und von der Seite kann man sich also da schon mal ein bisschen positiv auf dieses Hotel einlassen. Ich finde, die Rezeption macht einen guten Job. Die sind sehr bemüht, wie insgesamt die Mitarbeiter. Ich finde, dass die Mitarbeiter hier in diesem Hotel exzellent sind, sich auf uns Kunden einlassen, freundlich sind und vor allen Dingen sehr hilfsbereit. Also das Check-in war in Ordnung. Dann ging es direkt ins Zimmer. Ich wurde direkt auch begleitet. Das ist auch für ein Hotel schon 5-Sterne-like. Was es in diesem Hotel nicht gibt, es gibt keinen Pool, dafür gibt es aber einen Gym und einen Spa, sodass man also hier so gewisse Treatments machen kann. Und das wird Member interessieren, es gibt in diesem Hotel eine neu renovierte direkt on top Club Lounge. Und das ist das, was ich dem Hotel wirklich positiv anrechne. Erstens, es gibt hier tolle Betten. Zweitens, es gibt ein gutes Housekeeping. Drittens, es hat angenehme, sehr freundliche, hilfsbereite Mitarbeiter. Und viertens, sie haben die Club Lounge nicht in den Keller gebaut, sondern sie haben ihn ganz nach oben gebaut, direkt on top, sodass wir dadurch auch eine, ja, wirkliche Freude haben. Aber wie das eben so ist, die West-In-Kette, die testet. Und die testet uns, ob wir mit den Dingen einverstanden sind. Und wenn wir alles so akzeptieren, dann belassen die das irgendwann dabei. Ich habe das hier in Tokio schon im Marriott festgestellt, dass man dort als Gast der Club Lounge nur maximal eine Stunde bleiben kann und dann muss man den Tisch räumen für andere Gäste. Das ist ein unmöglicher Zustand. Wie ich finde, ist das nicht in Ordnung und ich verweigere mich auch, dieses Spiel mitzuspielen. Genauso diese Zeiten, dass man hier in der West End Club Lounge nur zu gewissen Zeiten hin kann, heißt also, es gibt mehrere Zeitfenster. Das eine Fenster ist von 17 bis 18:30 Uhr, dann eine halbe Stunde Pause von 19 bis 21 Uhr. Und an einem anderen Tag, ich glaube sonntags, gibt es sogar noch ein drittes Zeitfenster. Und es ist nicht so, dass man sagen kann, du kannst kommen und dann kannst du die ganze Zeit bleiben. Ich mache das. Ich persönlich lasse mir nicht die Zeit vorschreiben, wie lange ich in der Club Lounge bleiben möchte. Heißt also, ich kann nur jedem empfehlen, in die Club Lounge zu gehen und so lange zu bleiben, wie man selbst bleiben möchte. Und wenn dann jemand kommt und will einen wegschicken,
dann darf man das einfach nur ignorieren, weil es eine Unverschämtheit ist und nicht in den Bedingungen steht, die wir als Club-Member, und noch einmal, wir sind Club-Member. Durch uns gibt es diesen Club. Dieser Club ist ausschließlich für uns gemacht und nicht für Gäste, die dafür bezahlen. Das hat man nur irgendwann eben getestet und eingeführt. Und mittlerweile ist es so, dass mehr zahlende Gäste in so einer Club-Lounge sind, statt Club-Member. Und wie der Name es eigentlich sagt, es ist eine Club-Lounge und keine Bezahlkunden-Lounge, die man eben dazu bucht. Bedeutet nichts anderes. Man hat hier auch schon früher getestet und irgendwann gesagt, jetzt können wir da einfach auch Bezahlgäste reinschicken. Und so testet jetzt Marriott Bonvoy und auch die Westin-Gruppe, speziell in Asien, hier in Japan, testen sie uns, ob wir damit einverstanden sind. Und ich sage es nochmal deutlich. Ich bin Ambassador-Member. Ich bin einer der treuesten Kunden. Heißt also, über 100 Übernachtungen, über 23.000 US-Dollar geben wir aus. Wir Ambassador-Member, und ich gehöre dazu, sind nicht damit einverstanden und lassen uns nicht regeln, dass wir nur eine gewisse Zeit in dieser Club-Lounge sind, denn die Club-Lounge-Zeit gehört uns komplett und nicht nur eine gewisse Zeit. Es ist eine Unverschämtheit von der Kette hier in Tokio, speziell im Westin, und so ist es jetzt auch im Marriott, dass man hier nur eine gewisse Zeit in einer Club-Lounge bleiben kann. Ich sage es nochmal deutlich, wir Member haben das Recht, bis zum Schluss zu bleiben, solange wir wollen, und die können die Öffnungszeiten gerne variieren, aber nicht die Zeit, in der wir in den Öffnungszeiten die Club-Lounge besuchen. Diese Zeit gehört erstmal ausschließlich uns Membern. Denn es nennt sich weiterhin Westin Club und nicht Westin Bezahlclub. Also, wenn Sie das wollen, sollen Sie das umwandeln in einen Bezahlclub. Aber nicht in einen Club, der eigentlich für uns Member gedacht ist. Denn wir sollen hier ein Benefit bekommen. Dann ist das für uns kein Benefit mehr. Wenn also die Marriott-Gruppe hier in Japan denkt, damit tun Sie etwas Gutes. Damit tut Marriott im Bonvoy-System für uns Member etwas Schlechtes. Wir sind Member, wir haben sehr viel bezahlt, wir sind treue Kunden und wir sind nur so lange treu, solange wir gute Benefits bekommen, weil sonst brauchen wir diese Club-Mitgliedschaft gar nicht pflegen. Und das tun wir ja. Wir sind ja treu. Ich hoffe, das hat Marriott, Bonvoy und auch Westin klar und deutlich verstanden. Ich empfinde es eine unmögliche Zumutung, dass wir hier eine Art Zeitregel vorgesetzt bekommen. Nicht für uns. Für zahlende Gäste gerne, die sind ja jetzt auch schon drin, aber eben nicht für uns Member. Das Westin, ich habe ja hier gebucht, ein Kingsize mit dem Blick auf den Tokyo Tower. Und was ich bekommen habe, ist ein Downgrade. Also ich sehe gar kein Tokyo Tower. Ich habe zwar einen schönen Blick hier auf Tokyo, aber habe hier rechts eine Wand, was mir keine Freude macht. Heißt also, auch hier werden wir Member in diesem West in Tokyo nicht wirklich positiv empfangen. Ich glaube, und das ist ja derselbe Hotelmanager auch vom Marriott, dass dieser Manager und das Team vom Management kein Interesse daran hat, uns Gästen, uns Member einen guten Service zu leisten. Das ist etwas, was man machen muss, weil es zum System gehört. Aber von Freude ist hier keine Spur. Denn allein ein kleines Päckchen mit Westin-Schokolade statt hochwertige Schokolade für uns zu präsentieren, wäre besser gewesen. Im Marriott gibt es nur kleine Betthupferl-Schokolade, die also noch minderwertiger ist. Dass wir zwar eine Club-Lounge haben, ist in Ordnung, aber die Qualität der Club-Lounge ist extrem schlecht. Das Essen in der Club-Lounge ist wirklich einfachstes amerikanisches Club-Food. Alles, was ungesund ist, findet man in dieser Lounge zum Essen. Dann kann man zwar noch auswählen zwischen einem Sparkling-Wein und man kann auswählen zwischen Cola und Bier und was es eben sonst noch an Weiß- und Rotwein gibt, aber alles ist eine mittelmäßige Discounter-Qualität. Hier ist nichts hochwertig, obwohl man wirklich eine relativ schöne, optisch schöne Club-Lounge hinbekommen hat, wo man sogar einen Blick auf den Tokyo Tower hat. Das Westin Hotel hat leider nicht die Ansprüche erfüllt, die ich als Luxusreisender und sogar als Business Traveler als etwas Erfolgreiches verbuchen kann. Und darum ist das Westin hier in Tokio für mich, wie auch das Marriott, durchgefallen.
I'm tired of the fights, I'm tired of the pressure. I don't wanna go wherever you go, cause love is a waste. And you got me a fist, and I don't want to feel like an outbreak, but I'm so tired of this, I'm tired of the.